Sony News, bessere Bildqualität auf Instagram und wie ihr den cinematischen Look in Videos durch einen Filter hinbekommt. Genau darum geht es in dem heutigen Video. Und bevor wir damit anfangen, ziehe ich auf jeden Fall ein T-Shirt an. Okay, fangen wir an mit den Sony News und ich glaube, das interessiert die meisten von euch. Laut verschiedener Seiten soll 2022 das Sigma 70 bis 200 mm herauskommen. Das wäre ein absoluter Gamechanger für ganz viele Sport- und Hobbyfotografen, da sie sich dann nicht mehr diese überteuerte Linse hier kaufen müssen, also das Sony G-Master 70 bis 200 mm, sondern einfach auf ein Sigma-Objektiv aus wahrscheinlich der Art-Serie zurückgreifen können und somit dieselbe oder eine mindestens genauso gute Bildqualität auf jeden Fall haben, wie sie es von dem G-Master-Objektiv kennen. Des Weiteren wurde angekündigt, das Sony 24-70 f2.8 G-Master Objektiv Mark II. Darauf bin ich super gespannt, was da verschiedene Tech-YouTuber drüber erzählen werden. Ob sich ein Update oder ein Upgrade, vor allem von dem 24-70mm Mark I, lohnen sollte und so weiter, werden wir in Zukunft sehen. Ich finde es cool, dass Sony da vorangeht und einen weiteren Schritt macht und die zweite Generation nicht nur bei dem 70 bis 200 mm rausgebracht hat, sondern jetzt auch fortfährt mit einem 24 bis 70 mm Mark II. Außerdem soll es noch eine weitere Neuerung in der G-Master Serie geben und zwar eine weitere Festbrennweite mit der Offenblende von f1.2 und zwar ein 85 mm. Damit hat Sony dann nicht nur ein 50 mm, sondern auch noch ein 85 mm, was so offenblendig ist, dass man damit wahrscheinlich auch in der dunkelsten Nacht fotografieren kann. Durch Corona hat auch Sony Probleme mit dem aktuell herrschenden Chipmangel auf der Welt. Das hindert die Firma allerdings nicht daran, eine neue Kamera auf den Markt zu bringen, und zwar die Sony A7 R Mark IV. Was dabei rauskommt, was für Specs die hat, das ist noch nicht bekannt. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, ob die Kamera genauso gut wird wie die letzte, beziehungsweise noch besser. Außerdem wird spekuliert, ob eventuell eine weitere APS-C-Kamera rauskommt. Darüber gibt es allerdings noch keine News. Wenn welche herauskommen über die neue APS-C-Kamera von Sony, dann werdet ihr sie hier auf dem Kanal auf jeden Fall erfahren. Also vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Weiter geht's mit besserer Bildqualität auf Instagram. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon gesehen in meinem Short, wie man die bessere Bildqualität bei Instagram erzielt. Trotz alledem will ich es hier nochmal erwähnen, denn Meta bzw. Instagram und Facebook haben ein neues Update durchgeführt, was es einem ermöglicht, im WLAN eine bessere Bildqualität hochzuladen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt einmal. Wenn ihr Instagram geöffnet habt, geht ihr oben rechts auf die Einstellung und dann geht ihr auf Konto und Datennutzung. Und dort aktiviert ihr diesen kleinen Haken, Upload in hoher Bildqualität. Das sorgt dafür, dass eure Bilder in Instagram oder auf Instagram in höherer Qualität hochgeladen werden. Und der zweite Tipp, den ich euch auf jeden Fall noch mitgeben will, ist, dass ihr in der Postproduktion auf jeden Fall schon mal das Bildformat in ein 4:5 Format umwandelt und die Bilder eine maximale Größe von 1080x1350 haben sollen. Das garantiert euch auf jeden Fall eine bessere Bildqualität in all euren Bildern, wenn ihr sie hochladet auf Instagram. Und somit kommen wir zum letzten Teil des Videos und zwar den Filter, den ich benutze, um den cinematischen Look hier noch ein bisschen cinematischer zu machen. Und zwar ist das ein K&F Concept Pro Mist Filter mit der Stärke von 1/8. Der sorgt dafür, dass hier zum Beispiel das die Lampen oder die Glühbirnen so einen kleinen Glow haben, dass meine Haut ein bisschen weicher wird und nicht so super scharf ist, wie es einfach durch das 4K-Footage, was meine Sony hier filmt, der Fall ist und dass ich auch hier oben so einen leichten Glow habe. Wie das ganze Bild ohne Filter aussieht, zeige ich euch einmal jetzt. So sieht das ganze Bild wieder ohne den Filter aus. Ihr seht schon, dieser Glow, der hier in den Glühbirnen ist, ist weg. Es sieht nicht mehr so cinematisch aus, beziehungsweise das Bild ist jetzt einfach im Großen und Ganzen wieder schärfer. Dieser Filter sorgt dadurch, durch kleine Partikel, die einfach mit in der Scheibe oder in den Scheiben eingebaut sind, dafür, dass ihr halt diesen Glow-Effekt habt. Ich persönlich finde das sehr schön, ich mag das. Wenn ihr es auch mögt, könnt ihr mir auch mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise wenn ihr es nicht mögt, einfach könnt ihr mir auf jeden Fall mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und für all die von euch, die mir schon ein bisschen länger folgen, ist vielleicht aufgefallen, dass endlich mein Bild da ist. Wer mir oder wer diesen Kanal hier abonniert hat, hat es vielleicht in einem Short gesehen, was ich dazu gemacht habe. Trotz alledem, endlich ist das Bild da, hat fast einen Monat gedauert. Durch Corona und so weiter gab es da scheinbar Verzögerung. Jetzt ist es da, ich freue mich, das neue Studio hier ist somit vollständig. Und jetzt gibt es noch ein bisschen B-Roll zu dem Filter hier und dann würde ich sagen, ist das Video auch schon wieder vorbei.
Also wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, beziehungsweise neu auf dieses Video gestoßen seid, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Ich freue mich drüber, wenn ihr abonniert und meine Videos guckt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Wie jeden Sonntag gibt es auch nächsten Sonntag wieder um 18 Uhr hier ein neues Video rund um das Thema Video und Fotografie, bearbeiten mit Photoshop, bearbeiten mit Premiere Pro und ab und zu so ein neues Format, was ich jetzt versuche mal durchzuführen, und zwar Kamera News. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, Peace, wir sehen uns nächste Woche in einem weiteren Video am Sonntag um 18 Uhr. Macht's gut!